Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi The Fallen Order. Natürlich in 21 zu 9 und wir befinden uns immer noch in Datumir, zumindest jetzt das zweite Mal, was wir besucht haben. Sind allerdings von einer von den Brüdern, sage ich jetzt mal, in Form eines Steinschlags runtergestoßen worden und sind jetzt seit zwei Episoden ungefähr dabei, hier wieder zurück an die Oberfläche zu kommen. Sind aber schon ganz nah, wie ihr sehen könnt. Zumindest, ja, ich gehe mal davon aus, das ist ja die Endmissionsstelle. Und wenn ihr sehen wollt, was genau passiert ist, wie wir hier hingekommen sind, exakt und so weiter, einfach oben rechts auf das I-Symbol klicken. Dann kommt ihr nämlich auf die Playlist und könnt euch das nochmal in Ruhe anschauen. So. Leider geht es wieder abwärts und es sieht stark nach einer Arena aus. Naja, gut. Zack. Moment, es könnte gefährlich sein. Ist die Frage, Spinne oder irgendein anderes Tier? Oder ein Wurm? Wo müssten wir theoretisch hin? Wir müssten theoretisch dorthin, ne? Bin ich mal gespannt, was uns erwarten wird. Es ist viel zu ruhig, ey. Ich bin beruhigt. Das habe ich schon zweimal gesehen. Ah, Junge. Ah. Es ist größer, als es halt aussieht, vielleicht. Ah. Aber das Dodgen ist schwieriger. Wieso soll ich denn zwischen Ziele switchen können? Ah, komm, lass mich doch wenigstens da drankommen irgendwie. Ah, ja. Okay, irgendwie ist das gerade so nicht so spannend, habe ich den Eindruck. Ah, getroffen habe ich. Ich habe jetzt leider nicht auf geachtet. Habe ich Schaden verursacht? Zack, 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 zack. Gib mir dein Bein, gib mir dein Bein. So, okay. Next step. Ja, das war knapp. Ach, Mist, ich dachte, ich krieg das noch hin. Ich wollte nämlich die Macht einsetzen, um nach vorne zu rushen, aber irgendwie habt ihr ja selbst gesehen. Eieiei. Dodge, dodge, dodge. Eieiei, oh, gut. Ah, hat mich doch getroffen. Ah. Okay, wir können beide nichts tun, also du sollst schon irgendwie was. Weil ich mir schon fast gedacht habe, dass du jumpen willst. Oder irgendwie mich anrushen willst und dann. Wenn ich da ankomme, springst du weg. Ja, super. Ja. Ah. Ja, das habe ich schon öfters bemängelt, dass das so ein bisschen delayed ist. Aber nicht linear delayed ist die Attacken, sondern mal so, je nachdem, wo man gerade in der Animation gerade hängt. Komm runter. Ah, okay, das kann man auf jeden Fall nicht blocken. Alter. Wenn man an dieser Stelle ist, ist es gerade richtig blöd. Zack, 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 und zack, 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 zack. Dodge. Ja. Dodge. Super Zack. Leider hat es nicht geschafft. Na. Ach. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Jetzt kommt zu mir angesprungen. Und dann werde ich dich sofort mit der Macht. Okay, gekannt ignoriert. Ja. Okay. Wie auch immer ich das geschafft habe. Gott, ey, ich habe geschafft, aus der Haut zu fahren. Ja. Ist wohl weg. Ja, vernünftig. So, jetzt nochmal zu denen da. BD, kannst du mir helfen? So, okay.
Kletterklaue. Ah, wie nice. Ha, okay. Ich dachte, wir hätten jetzt so ziemlich alles Wichtige freigeschaltet bezüglich Klettern und so. Ein Parcours. Dem war aber nicht so. Wobei, bei Lara Croft gab es das ja auch. Normales Klettern und Spitzhacke. Oder gab es da noch was? Na gut, ist schon bei mir ziemlich lange her mit Lara Croft. So, kommen wir denn jetzt, kommen hier durch? Achso, ja, ich wollte gerade sagen. Das sah aus wie eine so eine Wand, dass sie komplett verschlossen war. Steht da jemand? Nee. Na, Alter, wie lang ist das? Ja gut, jetzt sind wir draußen. Sind wir dann auch komplett an der Oberfläche, wo wir hinwollen? Wahrscheinlich ja, ne? Halbe Stunde später. Okay. Was für ein Gesicht. Okay, lasst mich mal checken, wo befinden wir uns. Ist das Raumschiff hier zu sehen? Ich glaube schon, oder? Oder? Wo sind wir denn eigentlich? Wir können ja nicht so weit weg sein. Ach, da oben. Ach, da. Okay. Hier einmal linksen. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Ja. Die mutigsten aller Brüder der Nacht wagten sich im Rahmen eines Initiationsritus in den Bau dieser Kreatur. Wer überlebt, galt als würdig. Kommt mir bekannt vor. Gibt es da nicht dieses eine Dorf in Südamerika oder da irgendwo um die Ecke, wo die von einem Turm springen und viele einfach sterben, weil das Seil, also die Lianen, zu lang sind? Oder irgendwie so? Alle, die Joko und Klaas um die Duell um die Welt gucken, wissen Bescheid, aber... Wo war das denn nochmal? Naja. Gut, holen wir unser Medic ab. Nehmen wir noch 3 Fähigkeitspunkte. Ich spare die erstmal auf, je nachdem, was wir benötigen. Ach, wir waren auf der anderen Seite hier gewesen. Genau, da kamen wir nicht durch. Ich sollte eigentlich... Moment mal. Was sagt denn die Dings? Ach, Moment mal. Ach, ich muss mich dran gewöhnen, dass man jetzt diese Wände auch benutzen kann zum Klettern. Ja. Bleib uns im Kopf! Lass dir nicht treffen! Das ist definitiv. Ja, Junge. Das Ding kriegt Schaden. Okay. was war das denn jetzt gerade? Auf einmal hat er losgelassen, hab gesprungen, damit ich halt, naja, greifen kann und irgendwie wollte es nicht so. Egal, wir haben ja gespeichert, ist ja nicht so schlimm, kein großer Verlust. Außer, dass wir die Dings verlieren. Ach, wie praktisch, genau sogar an dieser Stelle. Alle hopp. So, auf ein neues. Jetzt dodgen, da bricht nämlich was Fettes gerade ab. Schnell hier rüber, genau, jetzt geht das. Okay, ich bin ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. So, hier hoch. Wir werden sterben! Was machen wir denn jetzt? Ich glaub den. Oh, das sah cool aus. Jetzt auf ihm landen irgendwie, oder? Komm. Es geht wieder los. Jetzt reiten wir wieder auf den Fledermaus.
Sollte man lieber Flederratte sagen? Ich kann es aber nicht lenken. Oh. Hey. Landen wir wieder drauf, ja. Ach, der Controller bewegt sich die ganze Zeit. Ja, hab ich. Ja. Tritt sich fest. Na? Was jetzt? Ich kann es immer noch nicht lenken. Uiuiuiui. Oh. Wie komme ich da jetzt weg? Ich weiß nicht, wie wir das hier überstehen sollen. Es geht weit runter. Da waren wir eben gewesen. In den letzten Folgen. Schon wieder? Komm. Wir müssen drauf. Okay, dann los. Hopp. Jetzt kann ich wieder lenken. Das wird knapp. Ja. Ich konnte halt nicht weiter in die Richtung noch fliegen. So. Will uns echt loswerden. Auch wenn es vielleicht sein Leben kosten könnte. Oh. Was passiert? Passiert? Bist du okay? Was ist da gerade passiert? Der ist auf einmal Herzstillstand oder was ist denn los? Gott, ey. Naja, war auf jeden Fall eine coole Cutscene gewesen. Die Sümpfe von Datomir. Call und BD hatten das nächste Grab beinahe erreicht, als sie von Bürden der Nacht überfallen wurden. Obwohl sie in Sicherheit waren, mussten die beiden die gefährlichen Sümpfe von Datomir durchwandern. Dort wurden sie erneut von den Schwestern der Nacht Merin aufgespürt, die untote Schwester der Nacht beschwor, um sie anzugreifen. Im Inneren einer dunklen Höhle fand BD bei einem toten Nachtbruder Kletterclown. Gerade als sie die gefürchteten Gorgara in ihr Nest zurückkehrte, um sich auszuruhen. Während des Kampfes riss Gorgara die Beine in die Luft, ehe die fledermausartige Bestie schließlich abstürzte. Also, ja, das, was wir eben mir geht's gut. Erlebt haben. Für diese Kreatur gilt das leider nicht. Kann man es scannen oder so? Normalerweise will doch BD immer doch irgendwas scannen. Naja, gut. Gott, ey. Ja, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück, oder wie ist das denn jetzt? Ach ne, wir können dorthin. Safe Point ist da unten. Gut. Gehen wir erstmal hoch. Wir sollten nämlich keine Gegner spawnen oder respawnen. Ach so, ja, jetzt können wir hier überall klettern. Oh Gott. Nehmen wir diese Wand. Zack. Zack. Hm, was war... Achso, ich dachte schon. Alter, was war das denn? Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Gib dir mehr Mühe, Speckling. Ich war noch auf diese Dings drauf gewesen. Uff. Alter. Es soll erstmal besiegt werden, damit wir ein Problem weniger haben. Wobei da oben... Ah! Ich wollte gerade sagen. Na? Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Ja, ich warte noch. Ich warte noch. Zack! Ich will nicht einen Schritt weiter nach vorne gehen, weil wer weiß, ob da was getriggert wird und mich dann mitattackiert. Ja, da oben. Oh! Der hat das geschafft, da durchzuschießen? Was ist das denn für einer? Na komm, kriegst du mich nochmal getroffen? Der, wenn man einmal zurückgestoßen hat, wollen die nie. Ja gut, ich... Zack! Ah, es hat sich aber gelohnt, wie ihr sehen könnt. Zack! Dodge, 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 dodge.
Jetzt dürft ihr wieder schießen oder darf ich euch... Na, ich sollte euch ziehen. Ne, kriegt ihr euch nicht gezogen? Ja. Oh, das war, glaube ich, eine aufgeladene Attacke. Na komm, lass mich da... Ich werde meine Brüder rächen. So, der nächste da oben. Krieg ich dich da gezogen? Okay, jedes Mal, wenn man den gezogen hat, schießen die wieder. Okay, gut zu wissen. Sonst noch irgendetwas? Ja, von hier kamen wir. Okay, hätte ja sein können, dass da vielleicht was versteckt ist. Okay, weiter im Text. Was ist damit? Okay. Muss ich denn hier hin? Tatsächlich. Ach so, da oben. Oh, jetzt habe ich es gesehen. Als ich schon gesprungen bin, habe ich es gesehen. Da ist ja diese Wand. Boah. Alter. Okay, ich will zurück. Nah. Ach, komm schon. Na, komm, machen. Alter. Einmal zu. Oh. Wie kann ich denn gerade so krass failen? Na komm schon, lass mich. Ich kann nicht, hä? Alle, hopp. Na, okay, ich muss es anders machen. Warte, wie komme ich denn hoch? Das muss irgendwas damit sein, oder? Na. Nein, nochmal. Nehmen wir. Das Ziehen ist gerade ein bisschen blöd. Weil genau den will ich nicht als erstes. Nein, 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 nein. Ich dachte, ich krieg das noch gezogen. Nochmal. Also. So. Ja, habe ich dich. Knapp, aber machbar. So. Ist hiermit noch irgendetwas eventuell vielleicht abbrechen? Ja, nein, ja, wahrscheinlich, aber ja, egal. Gehen wir weiter. Da gibt es wieder so eine Wand. Die Brücke zu ihrem Dorf. Sie rechnen nicht mit unserer Rückkehr. Trotzdem, es muss auch unauffälliger gehen. Ja, lasst mich mal schauen. Was sagt denn die Karte? Genau, die Brücke, die hatten wir in der letzten oder vorletzten Episode runtergezogen. Oder? Genau, dann wollen wir sofort attackiert. Das kann man meiden. Also, oder das will ich gerne meiden. Ach, da unten. Oder? Ne, doch. Ne. Okay, hier runter. So. Was ist hiermit? Nichts. Kann ich da mich dran hangeln? Ich hoffe es mal. Ah, okay, doch. Ich wusste hiervon nichts, als ich die Brücke runtergezogen habe. Ich wollte nur sehen, was passiert. Wie bei dem Cutter auf Kashyyyk. An dieser Stelle halt, wie gesagt, Playlist anschauen. Indem ihr oben rechts auf das E-Symbol klickt, dann könnt ihr selbst nochmal gucken. Genau, da müssen wir hin. Aber hier ist ein Raum. Ah, da ist auch etwas. Und noch etwas. Öffnen. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob ich hacken muss oder. Willst du nachsehen? Sofort öffnen kann. Okay, BD. Was ist es? Poncho. Warte, das ist neu. Oh. Ist das irgendwie. Ach, das ist tatsächlich sortiert. Schaut euch das mal an. Hier sieht das halt dieses Kunstding, was irgendwie so merkwürdig aussieht, in dieser Reihe. In den nächsten haben wir jetzt noch nichts Vergleichbares. Und hier ist es eher so wie Stofffetzen, nur ein anderes Design. Ah, ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber bleiben wir bei das, was ich aktuell hier ausgewählt habe. Er ist gefährlich. Wir sollten ihn töten. Nein, wir bringen ihn zu Bruder Viscus. Der Gefangene. Die Brüder der Nacht sind auf jemanden gestoßen. Einen gefährlichen Fremden.
wer er auch war. Sie haben ihn zum Anführer ernannt. Ja, dann werden wir den wahrscheinlich auch treffen, oder? Wäre sonst blöd, wenn wir die ganzen Informationen haben und dann treffen wir den halt nicht. Dann wäre hier die Schwerpunkt... Ja, der Schwerpunkt hier total nutzlos. Alter, die Kamera... So. Ich wusste, dass du da reinspringst. Ja, sehen wir es uns an. Dolovit, Lichtschwertmaterial. Ah, okay. Oh, kann ich hier durch? Nö. Hier kann man durch. Ja, nur an dieser Stelle sogar nur. Okay. Links ist wieder so eine Wand. Genau, die Brücke. Wie sieht es da oben aus? Da ist etwas. Hier hoch. Ich wollte gerade sagen. Machen wir es mal so. Und dann gucke ich. Ja. Genau. Ah, okay. Hier kann ich auch klettern. Das ist das normale. So. Gehen wir hier rüber. Dann haben wir das oft. Ah. Auf der sicheren Seite alles. Okay, da sind wir ungefähr in der Ausgangsposition, wo wir vorher oder vor 2, 3 Folgen waren. Da sind die Gegner, da sind überall Gegner. Ah, ich kann bestimmt, wenn ich hier oben weiterkletter, sie dodgen, oder? Okay. Ich denke, hier machen wir aber einen Cut, weil ich schätze, da kommen jetzt ganz viel und so weiter. Und das wäre halt ein bisschen blöd während der Folge oder halt, ja, wenn die Folge in Überlänge wäre. Deswegen empfehle ich euch, an dieser Stelle ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr die zukünftigen Episoden nicht mehr verpassen und ihr supportet mich auch aktiv, auch am besten hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!